Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute einen Ausflug in eine Meditation, eine geführte Meditation. Und zwar in unser, nennen wir es Zuhause oder inneres Licht, wie du es gerne nennen willst, den Ursprung unseres Seins. Und zwar entspann dich, ich habe jetzt den Kopfhörer aufgesetzt. Das mache ich von Zeit zu Zeit, wenn ich tagsüber meditiere, um die Geräusche einfach wegzuhaben, in die Ruhe leichter zu kommen und nicht abgelenkt zu sein von irgendwelchen Geräuschen, die draußen sind, von Autos. Manchmal ist es tagsüber eben irgendwo lauter und diese Kopfhörer helfen mir, mich besser zu entspannen. Ich habe mir vorher schon ein bisschen entspannt und eine Einleitung gemacht, um wesentlich entspannter zu sein. Und jetzt komm mit. Wir entspannen uns mit dem Atem. Wir atmen in den Bauchraum hinein. Wir konzentrieren uns kurz auf unseren Körper, auf unsere Füße. Um uns zu verbinden. Und um uns zu erden. Und gehen langsam im Körper hoch. Über die Knie, über die Oberschenkel. Und über die Chakren langsam nach oben. Du kannst es auch von Chakra zu Chakra mit einem Atemzug immer machen, bis du oben ankommst, in den Stirnchakra. Und in dir dieses Licht erkennst. Und jetzt stell dir vor, wenn du in dir angekommen bist, entspannt bist, wie einen See, so einem Bergsee, ganz klares Wasser vor dir. In der Ferne, über Berge. Und das Wasser ganz ruhig und klar. Und du legst dich jetzt zurück so in dieses Wasser. Konzentrierst dich nur auf deinen Atem. Bis du ankommst in der Stille. Du spürst nur deinen Herzrhythmus, deinen Schlag. Und dieser Rhythmus ist wie das Wasser, der Rhythmus, der dich trägt, schwingt. Und du schwingst und bist eins mit der ganzen Fläche im Wasser. Und richtest deinen Kopf und Blick nach oben, öffnest kurz die Augen, siehst hinaus ins Universum, siehst die ganzen Sterne vor dir, vielen Planeten. Und weit in der Ferne siehst du einen Stern, der da leuchtet ganz hell. Dieser Stern ist dein Zuhause. Und innerlich verbindest du dich jetzt mit diesem Stern und siehst diesen Stern vor deinem inneren Auge. Und du atmest ein und wieder aus. Du weißt, dass du jetzt zu Hause angekommen bist. Lässt dich fallen. Dein Atem wird immer sanfter, wird immer weicher, wird langsam ganz warm.
so angenehm. Du lässt dich hineinsinken, diesen Atem, bis du ihn nicht mehr wahrnimmst. Du wirst geatmet. Du siehst nur mehr dieses Licht und nimmst es wahr und verbindest dich einfach mit diesem. Du sinkst hinein in einen Zustand, der so wohltuend ist, wie es kaum beschreibbar ist. Du musst es erleben. Ja. Du bist zu Hause angekommen, in dir. Je länger du in diesem Zustand bleibst, ich gehe jetzt langsam wieder nach Hause, ich öffne meine Augen. Verweile einen Moment, um wieder gegenwärtig zu werden in diesem Moment der Gegenwärtigkeit. Und zu mehr du in diesen Zustand kommst, und umso länger, du kannst es wirklich länger machen. Ich will das Video nur jetzt nicht in die unnötig in die Länge ziehen, weil es kann jeder für sich selber machen. Aber du wirst es, wenn du es erlebst, diesen Zustand, dieses innere Gefühl, du magst gar nicht mehr raus, sage ich mal. Es ist so wohltuend, so gut ist es. Und du sagst, ach, jetzt noch ein paar Minuten und du sinkst wieder ein und bis du schaust, ist eine halbe Stunde vergangen oder länger, sagst nachher, wow, ist die Zeit vergangen im Außen, das kriegst du gar nicht mit, weil für dich ist es ein Augenblick. Du verlierst die Anbindung an Raum und Zeit, es ist ein ewiger, immerwährender Moment des Seins, in den du da eindringst, der so gut tut. An dieser Stelle möchte ich dich natürlich darauf hinweisen, leichte Suchtgefahr für diesen Zustand. Es tut so gut, in diesen Zustand einzutauchen, diese Ruhe, sich zu gönnen, sich zu erlauben, nach Hause zu kommen, in die Ruhe zu gehen, in die Stille, mal von allem abzuschalten, in dir dieses Licht anzunehmen, das du bist. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine wunderbare Meditation, ein gutes Gefühl dabei, bei dir selbst anzukommen. Bis zum nächsten Video und freue mich über deinen Kommentar, über deine Erfahrung. Bis zum nächsten Video. Danke und tschüss. Wie immer noch am Schluss, unter einem Video findest du einen Link zu meinem Artikel, meinem Blog, wo ich das noch ein bisschen was dazu geschrieben habe. Okay? Danke und tschüss.